So, hallo und willkommen zum nächsten Part von Duke Nukem Forever. So, das letzte Mal haben wir den ersten Boss besiegt, ja gut, neben dem Mutterschiff, und sind auf dem Weg zum Duke-Dom und jetzt springen wir direkt wieder rein. So, man sieht noch, ich habe den Raketenwerfer, wechseln wir mal wieder auf die... Ah, was ist denn hier? Ach so, hahaha, wir sind ja in den Abwasserschächten. Gut, aber auch nicht mehr lange. Hier ist wieder was kaputt. Oh, ich höre wieder was. Ich höre was. Ah, okay. Ich glaube, ich muss warten, bis das aufhört und dann schnell durch. Okay, ouch. Das war nicht so geplant. Hier ist zu. Gehen wir mal weiter. Hier ist auch zu. Hier ist auch zu. Hier ist ein hängender Mensch. Ah, mit einem Feuerlöscher ganz zufällig. Okay, der arme Mann. Und weiter in die Dunkelheit. Ah, eine Leiter. Ja, okay, gut, das nervt vielleicht auch ein bisschen, dass man die Leitern benutzen muss, bevor man dran klettern kann und nicht automatisch dran geht und dann hält man sich fest. An ein paar Spielen ist es so, in ein paar so, aber ich... So, ich ging auf ein Date mit diesem kleinen Stück Arsch von meiner Kirche. Ja, und? Nicht gut. Sie sagten, wir klicken. Hell, das ist alles, was ich wollte, war klicken. Maybe if you could click two brain cells together and stop talking about your damn sex life, you could figure us a way to get out of here without getting killed. Just trying to pass the time, bro. Yeah, bro. Holy Christ, it's Duke Nukem. Hey, buddy, you need a ride over to the other side of that wall? Big Willie will swing over that dumpster if you want to hop on board. Hey, Willie! Swing the lady over here, will ya? Glad you're here, Duke. Bill and I have been up here for hours. We saw some giant octa thing slither out of the construction. Nein, nicht Octobrain, ey. Könnte ich wieder kotzen, ey. Find a way out of here since. That thing was massive. Must have burrowed straight through the dome and down into the earth with all the shaking that's been going on. Yep. Thing had titties as big as my aunt Brenda's. What the hell were you doing looking at your aunt's tits? Kann man die anschießen kann? Nee, tut sie nicht. Anscheinend sind sie wohl bulletproof, aber nicht alienproof. Okay, steigen wir auf. Nice. Was haben wir denn hier? Ach komm. Raketen oder Ripper? Ach komm, nehmen wir den Ripper. Oh no, take it down. Oh, Hilfe, der. Okay. Jetzt habe ich Angst. Ja, der Typ da oben hat sich bestimmt verändert. Ja, ich nehme mal lieber den hier. Die da oben. Was immer du auch da bist. Ah, da. Ich sehe es schon. Ah, das ist aber nicht so gewollt. Oh, Hilfe, Hilfe. Wo ist der Ripper? Ich glaube, ich nehme doch lieber den da. Muss ich hier raus? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend geht's weiter. Aber... Ah, cool. Hätte ich mal ein bisschen gewartet, hätte ich die Explosion benutzen können, um die Kack-Aliens hier wegzuhauen. Tonight you dine in hell. Ja, die klassischen Duke Nukem-Sprüche. Au, au, au. Au, au, au. Wieder neue Muni. Neue Muni. Okay, explodier. Oh nein, Hilfe. Selbst suizidgefährdete Aliens. Finden wir ja mal gar nicht gut. Aha, hier.
Gut, das hat jetzt was gebracht. Das hat echt was gebracht. Eat shit and die. Eieieiei. Wenn ich nur wüsste, wie ich jetzt meine Pipe-Bombs werfe. Weil ich glaube, das hat man im Trailer gesehen, dass die hier diese Pipe-Bombs geworfen haben. It's all in the reflexes. Aber ich habe jetzt Angst, irgendwelche Knöpfchen zu drücken. Das hat 4, 5. Oh. Super. Jetzt habe ich Steroide genommen, die meine Nahkampffertigkeiten erhöhen. Das wird mir jetzt aber nichts bringen. Oh, Hilfe. Au, au, das wollte ich doch gar nicht. Okay, gut, den Typen habe ich dann gekillt. Oh nein, da oben ist noch jemand mit einem Raketenwerfer. Gut, weg ist er. Oh, da oben ist noch was. Oh oh. Oh, fuck, 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 fuck. Jetzt nochmal neue Ammo, laden nach. Looks like I'm getting off here. Ja. Irgendwo Blut. Eine Railgun. Ach so. Ah, okay, das ist die Sniper Rifle. Ah, komm hier. Welche Schrotflinte und die Sniper Rifle. Und ein Bein. Yay! Muss wohl dem Typen gehört haben, den ich zu Tode geboxt habe. Oh ja, ja. Oh nein, meine Statue! Boah! Okay, doch lieber nicht ein bisschen auf die Statue achten, sondern mehr auf die Leute, die hier sind. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ei, ei, ei. Mein Gott, diese scheiß Schweine! Ach komm. Tot. Okay, das ist eine, ich würde mal sagen, starke Waffe. What a mess. Okay, gut. Heißt, alle Gegner hier sind schon mal tot und jetzt müssen wir... Ah, oh, ich sehe schon. Yo. Gute Physik-Puzzles. Ah, ich sehe schon, bestimmt kommen hier wieder welche. Hallo? Wer hier drin? Okay, Tür kann man nicht einschießen. Ah, hier ist ein Generator. Okay. Heißt, wir haben keinen Strom. Und den Strom, den stellt man wie wieder her? Wenn man das jetzt studieren lässt, nein. Ja. Ja. Technik, Technik. Nee, das Telefon bringt mich da nicht weiter. Los. Oder bringt das nur was im Licht? Fresh Hardware. Ah, diese Kisten kann man also zerschießen. Interessant. Ne, hier haben wir nichts. Den irgendwie zum Laufen bringen oder so? Oh oh, es explodiert gleich. Naja, das habt die Amerikaner davon, so spritverbrauchende Autos zu fahren. Selbst der Duke mag sowas nicht. Er hat mich aber auch jetzt nicht weitergebracht.
Haben wir hier hinten irgendwie noch was? Ah, oh, mein Gott. Erstmal lieber gucken und dann weiß man, was man, was los ist hier. Fallen wir mal durchs Glas. Ja, make a copy of my ass. Yeah. Oh. Komm, trinken wir einen Kaffee. Na schade, geht nicht. Na, haben wir hier irgendwas? Ah ja, bestimmt hier. Hopp. Explosive. Explosive. Sollen sie mal herkommen, die Penner? Ich bin vorbereitet. Also auch anscheinend von Bord. Mein Gott, wer wirft die Scheiße? Ach da, der Typ. Was habt ihr nun davon? I don't dig on swine. Oh nein, da hat ein Raketenwerfer. Stirb! Wow. Rakete. Jump sandwiches. Gut. Und tot. Squeal harder next time. Ach, da wo ist er. Oh fuck, ich komm jetzt hier rein. Hilfe! Oh. Ich glaube, das sollte alles hier getriggert sein, damit man wieder rauskommt. Ich habe keine Lust, gegen die Nahkampfschweine zu kämpfen. Who wants white meat, huh? Who wants it? So. Gepusht und jetzt müsste der eigentlich aufgehen. Ach. Jetzt muss man trotzdem alles selber aufmachen. So, dann mache ich mal hier einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.